In diesem Video geht es über den politischen Islam und über unsere Regierung. Nach dem Terrorakt kam es zu einer Zäsur in Österreichs Geschichte. Diese schreckliche Tat der Unmenschlichkeit hat uns alle zutiefst erschüttert. Das erste Mal mussten wir die Grausamkeit des Terrors mitten in Wien in aller Härte erleben. An diesem Abend stand erneut ganz Österreich zusammen gegen den Terroristen. Ob links, rechts, liberal, Jüdinnen, Christinnen und Musliminnen. Alle beteten für Österreich. Worte des Zusammenhaltes sind in diesen Augenblicken besonders wichtig. Auch die Regierung überraschte mit einer staatsmännischen und verbindenden Sprache. So sagte Sebastian Kurz, dies ist kein Kampf zwischen Christen und Muslimen oder zwischen Österreichern und Migranten. Dies ist ein Kampf zwischen den vielen Menschen, die an den Frieden glauben, und jenen wenigen, die sich den Krieg wünschen. Für viele Musliminnen eine große Erleichterung. Dies gab Zuversicht. Das Ganze nun nicht zu einem Religionskrieg der Politikerinnen ausartet und die Übergriffe des antimuslimischen Rassismus erneut steigen. Nicht ganz ohne Grund. Die Wiener Bezirkszeitung meldet innerhalb von wenigen Tagen nach dem Terrorakt 60 Meldungen von antimuslimischem Rassismus. Von hetzerischen Facebook-Kommentaren über bedrohliche Ereignisse auf der Straße bis hin zu Einschüchterungsversuchen im engsten Wohnumfeld. Auch die Regierung änderte ihren anfänglichen Kurs der Differenzierung in eine rigorose Law-and-Order-Politik, die in weiten Teilen den Menschenrechtskonventionen widerspricht. Einige dieser geforderten Maßnahmen durch die Regierung: vorbeugende elektronische Überwachung entlassener Gefährder, Unterbringung terroristischer Straftäter im Maßnahmenvollzug, sprich in Präventivhaft. Diese Maßnahmen wie Präventivhaft, sprich Menschen noch ohne Vergehen, noch einer nachgewiesenen Intention zu einem Verbrechen in Haft zu setzen, entspricht laut Verfassungsexperten nicht unserer rechtsstaatlichen Grundordnung. Terrorismusexperte Nikolaus Gazea spricht im Spiegel von Gesetzesvorschlägen, die ihn an Guantanamo erinnern würden. Richard Schmidt, der Chefredakteur der Ö24, setzt eigentlich noch eines drauf und möchte sogar über Tötungskommandos diskutieren, die ähnlich wie israelische oder US-Sicherheitskräfte ihre Feinde ermorden würden. Oft wird bewusst ausgelassen, dass das Attentat ohne weiteres mit den vorhandenen Gesetzen vermieden hätte werden können. Der Versuch des Munitionskaufs des Attentäters in der Slowakei, seine Treffen mit ebenfalls vom deutschen Verfassungsschutz beobachteten Personen sowie seine Ankündigung auf Instagram kurz vor seinem Terrorakt hätten die Behörden alarmieren müssen. Weitere Forderungen der Regierung, die weitaus mehr Menschen als lediglich Extremisten betreffen, folgten. Wie die Möglichkeit der leichteren Schließung von Vereinen und Kultusstätten. Das Imameverzeichnis sowie aber auch das strafrechtliche Verbot des politischen Islams. Das bedeutet so viel wie, es sollen Moscheen schneller geschlossen werden können, die Regierung möchte die Imame kontrollieren und in einem Verzeichnis anführen, sowie den politischen Islam verbieten. Der politische Islam soll von einer eigenhändigen Auslese der Regierung an Islamexpertinnen in einer staatlichen Dokustelle definiert werden. Abgesehen davon, dass sich beinahe alle Punkte lediglich gegen eine Glaubensgemeinschaft richten und laut Experten verfassungswidrig sind, widerspricht die Einmischung des Staates in die inneren Angelegenheiten einer Religionsgemeinschaft dem Prinzip der Säkularität. Das heißt, der Trennung zwischen Staat und Religion. Neu ist auch die Erfassung des politischen Islams als Straftatbestand. Ist doch gut, wenn etwas Schlechtes verboten werden soll, weshalb regen sich nun Menschenrechtler in ganz Europa denn so auf? Warum das nicht so ist, dazu ist es wichtig zu klären, was genau ist denn der politische Islam? Der politische Islam ist ein nicht definierter Begriff. Dies ist auch zugleich der größte Kritikpunkt gegen die Regierung. Ein Begriff, der für von radikal bis liberal, von integriert und demokratisch bis zu terroristisch missbraucht werden kann. Der Terrorist, der wahllos Menschen erschoss, wird genauso im Zusammenhang mit dem politischen Islam genannt wie Frauen, die ein Kopftuch tragen. So wie es die Integrationsministerin selber in einem Interview betont. Für Heiko Heinisch, ein Historiker, der auch aktiv im wissenschaftlichen Beirat dieser Dokustelle sitzt, bezeichnet gemeinsam mit Nina Scholz das Kopftuch als ein Zeichen des Islamismus. Damit nicht genug. Das Forscherpaar sieht selbst die Bekanntheit oder das Bekannterwerden des Fastens als ein Zeichen des politischen Islams an. Früher hätte man im Geheimen gefastet, nun sei es allgemein bekannt, dass Muslime fasten. Und das wäre ein Zeichen des politischen Islams, meinen die zwei Expertinnen. Das Fasten, ein religiöses Gebot, das nie von Muslimen geheim praktiziert wurde, sondern im Gegenteil, gegenseitige Einladungen im Freundeskreis, in der Umgebung und Gesellschaft das Schönste am Monat Ramadan sind, unterschlagen die beiden Wissenschaftler. Susanne Schröter, ebenfalls im wissenschaftlichen Beirat der Dokustelle für politischen Islam, beschreibt die säkulären Muslime als Menschen, die sehr wohl auch legerer sind im religiösen Umgang und auch einen Vollrausch erleben und Alkohol trinken und nicht zwischen Halal und Haram unterscheiden würden.
Frau Schröter wünscht sich mehr Muslime in der öffentlichen Debatte, die also Alkohol trinken. Dieser oberflächliche Zugang, der das Trinken von Alkohol als ein Zeichen für Säkularität erkennen möchte, soll den politischen Islam in Österreich verfolgen und für die Erhaltung unserer Demokratie definieren. Die Gefahr dabei ist fahrlässig, nicht nur eine gefährliche extremistische militante Gruppe, sondern einen Großteil der Muslime zu kriminalisieren. Es ist kein Geheimnis, dass der Verfassungsschutz ebenfalls durch diese Geisteshaltung beraten und vorangetrieben wird. So deckte der Journalist Fabian Goldmann Folgendes auf. Die Aufgaben der Glaubensgemeinschaft wie Betrieb von Moscheen, Religionsunterricht, Lehrerausbildung, Bestattungen sowie soziale Fürsorge, Bildungs- und Kulturangebote wurden jetzt bereits durch den Verfassungsschutz als das Zeichen des politischen Islams beschrieben. Aber in der Demokratie könnt ihr Muslime euch doch gegen derartige Tendenzen wehren. Redet mit Politikerinnen, macht Lobby, klärt auf, seid offen und tolerant sowie dialogbereit, dann wird man euch verstehen. So könnte man meinen. Auch der Weg der politisch-demokratischen Vertretung wird von derartigem Denunziantentum vorsorglich verhindert. Der Begriff vom legalistischen Islamismus wird nun gepflegt in den Diskurs hineingebracht. Dieser sei nämlich gefährlich als der Terrorismus, meinen Heinisch, aber auch Mohammed Khorshideh, ebenfalls in der Dokustelle für politischen Islam. Ich halte die stille Unterwanderung durch legalistische Islamisten für die größere Gefahr, meinen die Experten der Dokustelle tatsächlich kurz vor dem terroristischen Attentat in Wien. Sie verharmlosen aktiv die Gefahr des realen Terrorismus, um die begrenzte Aufmerksamkeit unserer Sicherheitskräfte auf den von ihnen definierten politischen Islam zu lenken. Was wird mit legalistischem Islam eigentlich gemeint? Auf der Seite des Bayerischen Verfassungsschutzes erfahren wir mehr. Der legalistische Islam würde sich innerhalb der Gesetze bewegen, die Angehörigen wären nach außen offen, tolerant, dialogbereit. Sie würden versuchen, Einfluss auf die Politik und Gesellschaft zu nehmen. Das bedeutet, nach der Kriminalisierung von weit verbreiteten religiösen islamischen Praktiken wird selbst die offene, tolerante Art von einigen Musliminnen als ein Zeichen von Islamismus markiert. Wenn sie ihren Glauben ausüben, sind sie gefährlich. Wenn sie freundlich sind, lügen sie dich an. Misstraue ihnen. Sie möchten die Herrschaft an sich reißen, lautet das Narrativ, das es mittlerweile bis auf die offizielle Webseite des Verfassungsschutzes geschafft hat. Tatsächlich wurden am 8.11. in Österreich unter dem Namen Operation Luxor gegen 70 Musliminnen ermittelt. 930 Beamte führten mitten in der Nacht laut dem Standard 60 Hausdurchsuchungen durch. Es kam zu keiner einzigen Festnahme. Dieses Vorgehen kam bereits vor Jahren in Österreich vor und artete zu einem der größten Justizskandale in diesem Land aus. Das Vorgehen gegen die Tierschützer und zuvor bei der Operation Spring gegen vermeintliche Drogendealer aus Afrika. Wie brutal die Polizei in beiden Fällen vorgegangen ist, wie das Leben von mehreren Menschen zerstört wurde, könnt ihr aus den Links in der Videobeschreibung unten entnehmen. Führt diese offensichtliche Fehlleitung nicht dazu, dass wir reale Probleme übersehen, wie beim Terrorakt aus Wien? Tatsächlich, die Tiroler Tageszeitung hat von einem weiteren Skandal aus dem LVT in Bezug zum Terroristen aus Wien berichtet. Dass die Hochstufung des Terroristen deswegen verhindert wurde, weil man durch die Operation Luxor gegen kritische Musliminnen und Aktivistinnen und weitere in Wien keine Zeit für weitere Maßnahmen hatte. Das bedeutet doch, weil wir uns auf Anraten der politischen Experten bei der neuen Dokustelle oder ähnlichen Institutionen auf zumeist ordentliche Bürgerinnen muslimischen Glaubens fokussieren, verpassen wir es auf der anderen Seite, Terroristen und Mörder, also reale Gefahren, abzuwenden. Aber wieso soll es Expertinnen geben, die uns fehlleiten? Was hätten sie davon, unschuldige Menschen zu kriminalisieren und unsere Sicherheitskräfte fehlzuleiten? Ein Hinweis diesbezüglich ist die Einmischung aus dem Ausland in österreichische Angelegenheiten. Auf der investigativen Plattform von ZackZack.at wird durch ein vorliegendes Dokument der Staatsanwaltschaft aus Graz folgendes Erkenntnis gewonnen. Justiz und Polizei haben in der aufwendigsten Aktion in der Geschichte des Verfassungsschutzes versucht, israelische und ägyptische Behörden bei ihrem Kampf gegen Muslimbrüder und Hamas zu unterstützen. In keinem Moment der mehr als einjährigen Aktion ging es um eine terroristische Bedrohung gegen Österreich. Keine Waffen, keine gewalttätigen Aktionen, kein Terror in Österreich. Aber gegen wen richtet sich die Großaktion von Staatsanwalt und Verfassungsschutz? Die Antwort ist einfach. Bei der Aktion Luxor ging es um Terror gegen Ägypten und Israel und nicht gegen Österreich. Was Ägypten unter dem Diktator Sisi als Terrorismus bezeichnet, ist zumeist die brutale Verfolgung von Oppositionellen fern von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit. Die Regierung importiert sozusagen chronische Krisen aus dem Nahen Osten nach Österreich, um eine Erfüllungshilfe für autokratische Staaten zu übernehmen. Im gleichen Atemzug vergisst sie den Schutz der österreichischen Gesellschaft und verschuldet höchstwahrscheinlich auch damit den Tod von mehreren unschuldigen Menschen auf Wiener Straßen.
Wir verstoßen gegen unsere Verfassung und die universellen Menschenrechte, um vermeintliche Sicherheit zu gewährleisten und versäumen es gleichzeitig für echte Sicherheit für unsere Bürgerinnen zu sorgen. Und das, obwohl bestehende Gesetze eigentlich dazu gereicht hätten. Ein Zitat, das Benjamin Franklin zugeschrieben wird, sagt: Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren.